Moin Moin und hallo, herzlich willkommen zu einem neuen Conan Unboxing Video von mir für euch. Ja, es ist soweit. Das ist kein Schritt, sondern es ist ein Sprung. Denn 5G wird Pro. Was haben wir hier? Hier ist das neue Apple iPhone 12 Pro Max. Maximum Power, Maximum krasse Sachen. Mit einem A14 Bionic Chip, der lässt alle anderen Smartphone-Chips hinter sich. Das Pro-Kamerasystem bringt Fotografieren bei wenig Licht auf das nächste super krasse Level. Der Ceramic Shield sorgt für viermal bessere Sturzfertigkeit. Das heißt, wir können auch mal getrost unser iPhone gerne auf den Boden ballern. Es soll nicht so schlimm sein. Lassen wir aber trotzdem, weil wir sind ja friedliche Menschen hier, oder? Weniger Rand, mehr Display. Warum? Weil die iPhones, vor allen Dingen das Max, ist wieder gewachsen. Das iPhone 12 Pro Max hat ein 6,7 Zoll Super Retina XDR Display. Oh. Gesehen zu den normalen Pro haben wir 6,1, das Pro Max hat 6,7. Wow, also richtig fett. Harte Zeiten für Glas. Der Ceramic Shield hält mehr aus als jedes Smartphone-Glas draußen. Und wenn wir uns das hier angucken, hier steht's: iPhone 12 Pro Max. Verpackungstechnisch sind wir sehr schön am Start. Verpackungstechnisch sind wir nur sehr dünn am Start. Das liegt aber daran, weil da gar kein Zubehör mehr dabei ist. Gar nichts mehr. Nüs, da ist gar nichts mehr dabei, außer das Smartphone und ein Kabel. Wir schauen mal rein, indem wir es von der Rückseite her aufziehen. Zack, zack und schon ist auf. Sehr hochwertig verarbeitetes Smartphone bekommt natürlich auch eine sehr hochwertig verarbeitete Verpackung. Das ist immer so. Sehr schön. Wir haben hier strukturiert das Smartphone vorne aufliegen. Guck mal, der Unterschied. Guck mal, der Unterschied. Ist voll der Hammer, ey. Voll das Maximum Power Ding, ey. So, wir gucken mal. Und lassen dieses Teil aufklappen. Und da sehen wir es. Von innen haben wir eine Art Schaumstoff-Kunststoff-Schutzvorrichtung daneben. Oh yeah, da liegt es. Edelstahl in chirurgischer Qualität an den Rändern. Macht alle anderen Telefone nass. Branchenführendes IP68er Wasserschutzes verbaut. Es gibt vier fantastische Finishes: Pacific Blau, Gold, Silber und Graphit, wie ihr hier seht. Ultraschneller Mobilfunk. Wir können also jetzt Hallo sagen zu 5G. 5G ist aber noch nicht überall, nicht mal annähernd flächendeckend vertreten. Das heißt also, da müssen wir uns noch ein bisschen gedulden und schauen, was da abgeht. 5G macht Mobilfunk aus dem iPhone schneller und verbessert die Performance in überlasteten Netzen. Jetzt können wir unterwegs riesige Dateien laden oder HDR-Filme mit hoher Videoqualität streamen, ohne lästige Verzögerungen. Außerdem hat das iPhone mehrere 5G-Bänder als jedes andere Smartphone draußen. So bekommen wir mehr oder noch mehr 5G an mehreren Orten. Und diese Geschwindigkeit bringt unglaubliche Möglichkeiten für die Zukunft von Apps. Aber nochmal, 5G ist so gut wie nirgendwo erreichbar. Das heißt also, nur die Städte wieder am Anfang von 5G da optimiert einsetzen. Hier drinnen, in diesem Gerät, werkelt ein A14, also ein A14 Bionic Chip. Nur ein Chip kommt ihm auch nur noch nah. Der letzte natürlich. Am iPhone Vorgänger-iPhone, sprich am iPhone 11. Das ist der erste 5-Nanometer-Chip der Branche. Er kommt wirklich in so einer kleinen Fertigung. Das ist Nanogröße, und zwar 5 Nanometer. Wow! Und er hat so viel Leistungsstärke auf
atomkleinen Komponenten gequetscht. 40% mehr Transistoren sorgen für Beschleunigung und gleichzeitig für Effizienz bei der Batterielebensdauer. Und ein neuer ISP unterstützt Dolby Vision Aufnahmen. Etwas, das nicht mal ein professioneller Filmkamera kann. Erst recht nicht andere Smartphones. Oh yeah. Also wir haben hier ein Smartphone, welches sowieso schon awesome ist, schon die ganze Zeit über die Produktlinie, aber jetzt noch mehr mit seinen Kameras ballert. Und das sieht man auch schon, die Kameras hier, die vorne, die hinten verbaut sind, die sehen anders aus wie vorher. Ne? Guck mal hier, das war vorher. Also ich sehe einen Unterschied. Ne? Die sind ja auch anders gelagert etc. Wirklich geile drin. Bis zu 50% schnellere CPU, Central Processing Unit, und GPU, Graphic Processing Unit, als jeder andere Smartphone-Chip draußen. Das ist der erste 5-Nanometer-Chip der Branche. Bis zu 80% schnellere Neural Engine. 16 Core Neural Engine. 16 ist eine 1 und eine 6. 16 Kerne Chips. 11,8 Milliarden Transistoren sind verbaut. 70% schnelleres maschinelles Lernen mit Beschleunigern. Jedem anderen Smartphone-Chip um Generationen voraus. Und was hier richtig cool ist, LiDARS Technology. Das scannt Oberflächen auf dem Mars. Und jetzt neu bei uns im Wohnzimmer. Die NASA nutzt LiDAR Technology für die nächste Landung auf dem Mars. Der LiDAR Scanner in unserem jetzt gerade vor uns liegenden iPhone 12 Pro Max misst, wie lange Licht braucht, um von Objekten reflektiert zu werden. So kann der Scanner eine Tiefenkarte des Raums erstellen, in dem wir uns gerade befinden. Weil er ultraschnell und extrem präzise ist, können AR, Artificial Reality Apps, jetzt einen Raum in einen realistischen Regenwald verwandeln oder zeigen, wie unsere Sneakers passen werden. Dieses LiDAR kann man vergleichen, überlegt mal, Fledermäuse. Fledermäuse haben schlechte Augen. Dafür können die aber auch sowas rausscannen. Das ist dann der Ultraschall. Und nach dem gleichen System funktioniert das leider auch, nicht mit Ultraschall. Ich denke mal, das wird mit Lasern gehen. Das heißt, ein Strahl wird abgesendet aus dem Scanner, fliegt raus. Hier ist jetzt meine Hand, fliegt gegen meine Hand und meine Hand reflektiert den Strahl wieder zurück. Und dann kann der LiDAR-Scanner daraus, weil er das ja an jedem Finger und jede Area macht, kann der eine genaue 3D-Struktur dort herausarbeiten. Und so kann man wirklich neueste Artificial Reality, also künstliche Realitäts-Apps machen, Bilder machen, alles Mögliche. Die NASA entwickelt LiDAR-Technology für die Mars-Mission, eine Tiefenkarte in Nanosekunden. Und wir haben hier ein Pro-Camera-System. Davon träumen andere Smartphones Nacht. Denn der Nachtmodus gibt es für die Ultraweitwinkel- und Weitwinkelkameras und er macht bei unglaublich wenig Licht bessere Bilder denn je. Plus LiDAR ermöglicht Nachtmodus-Porträts. Und das Weitwinkelobjektiv lässt 27% mehr Licht rein für mehr Details und einen schärferen Fokus bei Tag und bei Nacht. Wir haben ein Weitwinkelobjektiv mit einer Brennweite von 1,6 Blende. Es erfasst 27% mehr Licht. Und wir haben ein neues Weitwinkelobjektiv mit 7 Elementen für Schärfe von Rand zu Rand. Neues OIS nimmt 5000 Anpassungen pro Sekunde aus. Ihr kennt das ja sonst. Wir haben ja den Fokus, ne, der den Fokus immer nimmt. So böp, 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 böp. Und das gibt es jetzt in dem neuen Smartphone, was hier hinter liegt. Das macht er jetzt die ganze Zeit. 5000 Mal pro Sekunde. 5000 Mal pro Sekunde macht er jetzt also eine neue Abstimmung etc. Wirklich geil. Und LiDAR ermöglicht einen bis zu 6-mal schnelleren Autofokus bei wenig Licht. Und hier liegt ja jetzt das Max. Das 12 Pro Max. Das bedeutet, wir haben da Camera Maxima. Das größere iPhone.
holt das Maximum aus dem Pro Camera System. Ein 47% größeren Sensor und größere Pixel sorgen dafür, dass mit dem Weitwinkelobjektiv deutlich mehr Licht erfasst wird. Ein neues OIS stabilisiert den Sensor und nicht das Objektiv. So bleiben unsere Aufnahmen stabil, auch wenn wir uns bewegen. Und mit dem neuen 65mm Teleobjektiv können wir noch näher in Porträts hineinzoomen. Das, wow! Das heißt, da drinnen, der Chip ist auf der Platine noch ausgelagert. Dann, der wird dann noch irgendwie ausgelagert, vielleicht mit Magneten oder mit Gumminippeln oder so. Der ist dann entkoppelt von der Platine und dadurch kann er sich dann dort in diesem abgekoppelten Bereich auch noch bewegen. Das heißt, wir haben dort dann die Möglichkeit, weniger Verwackler zu haben. Und das bringt so eine Entkopplung. 87% bessere Fotos bei weniger Licht, größere 1,7 Nanometer Pixel, fünffacher optischer Zoombereich und neue optische Bildstabilisierung mit der Sensorverschiebung. Das ist das. Das heißt, Porträts schön wie die Nacht. Nachtmodus-Porträts auf dem Weitwinkelobjektiv haben lebendige Farben und ein eindrucksvolles Bouquet, um mit beleuchteten Gebäuden, Straßenlampen und anderen Lichtern im Hintergrund Akzente zu setzen. Selbst mit einer einzigen kleinen Lichtquelle kann der LiDAR und der R14 Bionic Chip alle Muster und Strukturen, zum Beispiel im Vordergrund und realistische Farben im ganzen Raum, rendern. Und dann gibt es noch Deep Fusion, kommt bei Szenen mit mittlerem Licht zum Einsatz. Die Neural Engine analysiert mehrere Belichtungen, Pixel für Pixel, und hebt so Details des Bildes hervor. Und dadurch haben wir noch mehr Brillanz. Dann gibt es noch Feinabstimmung beim Porträtmodus. Maschinelles Lernen auf dem iPhone 12 Pro Max kann jetzt noch besser das Motiv, welches dann im Hintergrund zu sehen ist, von unserem Motiv, was im Vordergrund ist, trennen. Und mit Bedienelementen können wir dann die unscharfen Hintergrund, das Licht auf irgendwelche genauen Areas selbst bestimmen und auch verbinden. Mehr echte Details durch die künstliche Intelligenz. Das bringt Smart HDR 3. Es verfeinert automatisch Glanzlichter, Schatten und Konturen. Selbst wenn wir gegen die Mittagssonne zum Beispiel fotografieren, kann man Gesichter und Schatten immer noch super sehen. Also bis ins Schwarz hinein. Smart HDR 3 nutzt maschinelles Lernen, nicht nur für Gesichter, sondern auch um Szenen zu erkennen. So kann man zum Beispiel, wenn ihr ein Porträtbild, kein Porträtbild, sondern ein Landschaftsbild macht und da sind kleine Risse irgendwo, ne? Oder in Berglandschaften, etc., Gletscher, und die haben dann so schwarze Ablagerungen und so. Dann werden diese detailliert, also diese kleinen Strukturen werden dann detailliert dargestellt, anstelle, dass sie so verkrüsselt werden wie früher. Awesome, wirklich. Und wir haben einen riesen optischen Zoom. Ne? 2,5 mal optischer Zoom des 65mm Teleobjektivs holt alle Details ganz nah ran, ohne dass wir direkt vor einem Motiv stehen müssen. Und wir haben größere Pixel. In der Weitwinkelkamera helfen komplexe Muster, feine Strukturen und unglaubliche Details auf dem ganzen Foto darzustellen. Auch wenn wir in unserer Aufnahme ohne zusätzliches Licht auskommen müssen. Ne? Wir haben also an dem Geräten, an dem Max, haben wir die guten alten drei Kamerasysteme verbaut. Wir haben einen Weitwinkel. Wir haben hier drei Objektive. Eine davon ist das Weitwinkelobjektiv. 26 mm Brennweite, 1,7 Mikropixel und die Blende liegt bei 1,6. 100% Fokuspixel. Objektiv mit 7 Elementen und OIS mit Sensorverschiebung. Das ist das Besondere. Sensorverschiebung. Der Sensor wird zum Stabilisieren dann verschoben. Geil. Dann haben wir ein Ultraweit, also das Weitwinkel ist das Normale, was wir immer benutzen. Das Ultraweitwinkel ist das, was wir ganz breit machen. Wir werden ganz breit. Ultraweitwinkel, 13 mm Brennweite, 120 Grad Sichtfeld, Blende 2,4, Objektive mit 5 Elementen. Und wir haben Objektivkorrektur. Und dann gibt es noch das Teleobjektiv. Es ist kein Makroobjektiv, es ist ein Tele. Das heißt, wir holen
ferne Sachen ganz nah ran, obwohl wir weit weg stehen. 65 mm Brennweite, 36 Grad Sichtfeld, Blende ist 2,2, Fokus Pixel und dieses Objektiv hat 6 Elemente und OIS. Geil. Wirklich geil. Was ist der Unterschied hier vom Max zum Pro? Gehen wir doch mal zum Weitwinkel. Da haben wir 1,4 Mikrometer Pixel beim iPhone 12 Pro, 1,7 hier bei diesem Oschi. Also, die Pixel sind besser. Bei Ultraweitwinkel haben wir das alles identisch. Das heißt, beim Ultraweitwinkel ist identisch. Teleobjektiv, da haben wir 2,2er Blende beim Max, 2er Blende beim normalen Pro. Und 46% Sichtfeld beim Pro. Hier haben wir 36 Grad Sichtfeld beim Max. Die Brennweite vom 12 Pro ist 52 mm und hier vom Max 65 mm. Das heißt also, wir haben hier leistungsstärkere Kameras verbaut, Objektive verbaut, als im Standard 12 Pro. Dann gibt es Apple Pro RAW. Kontrolle ist gut, mehr Kontrolle ist natürlich immer besser. Neben der Apple Pipeline-Daten zum Bild enthält Pro RAW alle RAW-Standardinformationen. Wir können also gleich mit dem Bearbeiten loslegen, weil wir uns nicht mehr um Rauschunterdrückung, Anpassung der Belichtungsreihen kümmern müssen. Wir haben mehr Zeit, um uns auf Farben und Weißabgleich zu konzentrieren. Und wir haben Dolby Vision Aufnahmen. 60 mal mehr Farben, unendlich mal mehr spektakulär. Das ist die erste Kamera, die in Dolby Vision aufnimmt. Das iPhone 12 Pro Max macht einen Sprung von 8 auf 10 Bit HDR-Aufnahmen. Dabei werden 700 Millionen Farben für deutlich lebensechtere Videos erfasst. Und mit Aufnahmen in Dolby Vision, dem Format des Filmstudios verwenden, wird es noch besser. Wir können sogar Dolby Vision Videos bearbeiten und mit AirPlay den Unterschied bis ins kleinste Detail auf dem Fernseher sehen. Und das stimmt. Das Einzige, was ich merke, ist, ich habe das das iPhone 12 Pro ja schon, wenn ich das mit HDR aufnehme und ich es dann hochlade, auf YouTube zum Beispiel, habe ich manchmal eine totale Überlichtung. Das heißt, die künstliche Intelligenz in dem Algorithmus von den YouTube-Player kriegt das noch nicht so ganz gebacken, weil es so krass ist. Aber wenn ich das bei mir auf meinen Geräten gucke, also auf meinem iPad Pro, auf meinem iPhone, habe ich brillante Bilder. Wundervoll. Wirklich wunder, wunder. Das heißt, jeder Abend ist jetzt ab heute ein Filmabend. Kein Ding, ne? Der größere Sensor der Weitwinkelkameras hebt im Schatten deutlich mehr Details hervor. Und zum ersten Mal können wir mit einem Stativ Zeitraffer-Videos im Nachtmodus aufnehmen, um Szenen mit dramatischem Bewegungseffekt zum Beispiel festzuhalten. Yeah, so machen sogar unsere Filme die Nacht durch. 87% bessere Videos bei wenig Licht mit dem iPhone 12 Pro Max. Neuer ISP mit verbesserter Rauschunterdrückung für mehr Details. Und wir haben True Depth Camera. Es ist nie zu spät für einen Nachtmodus-Selfie. Oh nein, jetzt bringt der Nachtmodus all die Low-Light-Details und natürliche Farben mit der Frontkamera auf den Lieblingsmotiv. Und Deep Fusion, Smart HDR 3 und Dolby Vision Aufnahmen gibt es jetzt auf der True Depth Kamera. So sehen wir immer gut aus, egal in welchem Licht. Und wir haben Super Retina XDR Display, Pixel, soweit das Auge reicht. Wie kann unser Display noch besser werden? Ja, ganz einfach, indem Apple es größer macht. Ein neues Design mit flachen Seiten und einer flexiblen, speziellen OLED macht es möglich, die beeindruckendsten Farben, die Helligkeiten und den Kontrast des Bildschirms bis ganz an den Rand zu bringen. So kommen wir jetzt also auf die Vorderseite des Smartphones. An der Seite sehen wir einen schönen Edelstahl, chirurgische Qualität. Dann haben wir hier einen weißen Bildschirm vorne, den wir noch abziehen müssen. Und hier sehen wir jetzt, das ist der Bildschirm. Riesig, ey. Riesig. 1200 Nits. Das sind Spitzeneinheiten für HDR-Fotos und Filme.
2 Millionen zu 1 Kontrastverhältnis für tiefe Schwarze und helles Weiß. Über 3,4 Millionen Pixel beim 12 Pro Max. So viel wie bei keinem anderen Smartphone oder iPhone auch, klar. Was mich jetzt als User stört, ist, sie liegen nicht mehr so gut in der Hand. Sie sind jetzt wieder etwas klobiger geworden, die Freunde hier, die 12er. Weil wir haben jetzt hier Edelstahlrahmen, super, klar. Ne, fühlt sich alles sehr wertig an, ist auch sehr wertvoll. Und das Tolle daran ist, wir haben Nano-Coating, das heißt also hinten, oder Keramik-Shield, das wird unser Glas mehr schützen, wenn es mal hinfallen sollte, richtig. Was jetzt aber nicht mehr ist, wir haben keine so abgerundeten Kanten mehr, dass das Smartphone sich einfach so schöner anschmiegt an eine Hand, finde ich. Hier, schaut euch den Unterschied an. Na, seht ihr, hier ist schön abgerundet. Ne, es ist abgerundet. Und hier gehen wir jetzt wieder auf harte Kante. Ne, das mag ich nicht so sehr. Vielleicht muss ich mich noch daran gewöhnen. Aber bis jetzt ist es noch, ja, muss ich mich noch daran gewöhnen. Was jetzt auch neu ist, ist der MagSafe. Ne, da macht es einfach Klick. Wir können also alles Mögliche hier ranballern. Ne, also an Zubehör. Ne. Es gibt Hüllen, es gibt Wallet etc. Weil hier hinten ist ein großer Magnet eingebaut, hier ungefähr und einmal hier rum. Der macht natürlich das Laden induktiv noch einfacher. Dafür gibt es einen Turbolader. Ne, den Turbolader müsst ihr euch natürlich extra kaufen. Und die Magnete richten sich jedes Mal zu einer schnelleren, kabellosen Laden perfekt aus und kommen hinten dran. Wie bei der Apple Watch ist das. Ne? Und das ist eine tolle Sache, klar. Induktivladen geht auch immer noch. QI-Ladegeräte sind also nicht alle Müll. Wir haben iOS 14 installiert. Wir haben Widgets, wir haben das riesen Betriebssystem wie immer etc. Und keine Verpackung oder kleinere Verpackung, kleinerer CO2-Fußabdruck, sagt Apple. Denn wir sehen hier das fette Phone, klar, geiles Teil, und sehen dann dieses Zubehör. Wir haben hier ein USB-C zu Lightning. Stecker, okay. Und hier haben wir ein SIM-Karten-Extraction-Tool, die üblichen Bedienungsfreunde und einen Apple-Aufkleber. Okay, das war's. Das ist das Zubehör. Mehr gibt's nicht. Es gibt kein Netz, es gibt keine Energieversorgung, es gibt nichts mehr. Es gibt nichts mehr, das war's. Nur, wir haben nur noch das iPhone selber. Wir haben einen Aufkleber und ein Kabel. Geil. Aber wenn es stimmt, was Sie sagen, die CO2-Einsparung entspricht jährlich 450.000 Autos, weniger auf den Straßen. Das iPhone 12 Pro Max funktioniert mit vorhandenen Netzteilen, Earpods mit Lightning Connector und dem USB-A auf Lightning Kabel Connector. Und weil es davon schon so viele auf der Welt gibt, werden neue oft gar nicht benutzt. Deshalb werden neue iPhones jetzt ohne dieses Kabel geliefert. So reduziert Apple die CO2-Emissionen und vermeidet den Abbau und Verbrauch wertvoller Rohstoffe. Auch die Verpackung wird dadurch kleiner, sodass mehr Kartons in eine Lieferung passen und es insgesamt weniger Lieferungen gibt. Zusätzlich stellt Apple die Fertigungspartner auf erneuerbaren Energien um, so reduziert der CO2-Emissionen insgesamt um 2 Millionen Tonnen pro Jahr. Hört sich alles gut an, klar, wenn es so ist, klar. Nur wenn ich mir jetzt vorstelle, ich bin jetzt, das ist mein erstes iPhone, ich habe noch nie eins gehabt oder ich habe nicht alles voll mit Apple-Produkten zu Hause oder mit Induktivladestationen, dann gucke ich ganz schön blöd aus der Wäsche, oder? Wenn ich jetzt hier hinkomme und sehe, da ist ja gar nichts zum Aufladen. Warum nicht? Da ist nichts zum Aufladen. Mein iPhone, wie soll ich denn das jetzt aufladen? Kann ich jetzt nur 10 Minuten benutzen? Das ist vielleicht doof, oder? Aber sei es drum. Da muss man sich leider ein weiteres Ladegerät kaufen. Beste Abdeckung weltweit. Im 5G-Bändern zum Beispiel, im LTE natürlich auch. Das 12 Pro Max hat bis zu 20 5G-Bänder und bis zu 32 LTE-Bänder. Mehr als jedes andere Smartphone für das umfassende Roaming weltweit. Und zweimal so viel Speicher in der Startkonfiguration. Das iPhone 12 Pro Max startet bei 128 GB Speicher und hat damit doppelt so viel Platz für Fotos, Videos und mehr.
Ich habe jetzt hier 512 gewählt, größer geht's nicht. Die sollten mal eine Terabyte-Version wie beim iPad Pro draufnehmen, das wäre viel geiler. Mehr Aufnahmen, weniger Verzögerung, schnell etwas aufnehmen. Das iPhone passt sich intelligent und beschleunigt die Verarbeitung, sodass wir uns einfach festhalten können. Wir haben 3D-Audio und Dolby Atmos, Sound, der sich im 3D-Raum um uns herum bewegt, als wären wir mittendrin. Und wir können zwei Nummern mitnehmen. Mit der Dual-SIM, also das ist jetzt nicht eine richtige Dual-SIM, sondern eine normale SIM und eine eSIM. Das heißt, wir müssen dort unterscheiden. eSIM ist Electronic SIM Card und die normale SIM-Karte ist die, wo wir uns in unser Provider-Netz einhacken. Wir können private Nummer und eine geschäftliche Nummer auf demselben iPhone haben. Das geht mit einer eSIM und einer normalen SIM. Und recycelte Seltenerden, Metalle in den Magneten, die jetzt verbaut sind, hinten drauf, ne, hier wisst ihr noch. Das heißt, das iPhone 12 Pro Max verwendet zu 100% recycelte Seltenerden-Elemente in allen Magneten und auch in den ganzen MagSafe-Zubehörgedrisse. Das heißt also, sehr gut verarbeitetes Phone. Mir gefällt die eckige Sache jetzt am Anfang zumindest noch nicht so. Vielleicht verändert sich das noch. Ich muss mich wohl noch was dran gewöhnen, weil ich das jetzt so, wie heißt das, gewöhnt bin, da einen gechillten Abgang zu haben, ne? Als wenn das jetzt so hart ist. Also man hat jetzt so einen Hard-Cut, finde ich, an den Seiten. Das heißt, ich kann es nicht mehr so richtig beim Filmen und beim Benutzen etc. halten wie früher, aber das kann natürlich auch eine Gewöhnungszeit mit sich bringen. Es ist also verfügbar in Silber, in Graphite, in Gold, in Pacific Blau. Ceramic Shield auf der Vorderseite, Design aus texturiertem matten Glas auf der Rückseite und Edelstahl. Und dieses Edelstahl, da bin ich voll der Fan von. Das ist super geil an den Seiten. Also das sieht wirklich schön aus, ne? Obwohl es vorher auch schon schön aus. Aber jetzt, guck mal, es funkelt mehr. Also wir haben mehr Gefunkel als beim anderen. Doch, doch, das muss man schon sagen. Das Funkeln, Bunkeln ist besser und es ist Edelstahl. Edelstahl ist immer besser. Wir können es also haben. 128 GB Kapazität, 256 oder 512. Die Abmessungen sind in der Breite 78,1 mm, Tiefe 7,4 mm, Höhe ist 160,8 mm. Also wirklich ein richtiger Klopper. Das Gewicht liegt bei 226 Gramm und das Display ist 6,7 Zoll Super Retina XDR Display. Das ist ein 6,7 Zoll All-Screen OLED Display. OLED ist Organic Light Emitted Diode. Das sind also die guten alten modernen LEDs draußen, die mit organischem Anteil. 17 cm Diagonale. Das sind 2778 zu 1284 Pixel bei 458 ppi. Das iPhone 12 Pro Max Display hat gerundete Ecken. Ne? Hier, 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 hier. Und die in den Kurven des Designs folgen und sich innerhalb eines normalen Rechtecks befinden. Als Standardrechteck gemessen hat das Display eine Diagonale von 6,68 Zoll. Okay, das sind 16,95 cm. Der tatsächlich sichtbare Displayrahmen ist aber kleiner, weil das sehen wir auch, wenn wir hier jetzt ranzoomen. Guck mal da. Da, eine Notch ist auch noch da, hier oben. Hier im Schein von meinem Ring, von meiner Beleuchtung, sehen wir das. Ne, das Display ist ein wenig kleiner. Aber das war schon immer so. Guckt mal hier. Hier sieht man es auch. Da auch, ne? So, da sieht man es also auch. So, das ist normal. HDR-Display, True-Tone-Display, großer Farbraum P3, Haptic Touch, typische Kontrastwelt ist 2 Millionen zu 1. Wir haben 800 Nits maximale typische Helligkeit, 1200 Nits maximale Helligkeit in HDR. Fettabweisende Beschichtung. Und das merkt man richtig. Ich patsche hier die ganze Zeit schon drauf rum. Hier ist nichts. Ne? Nichts. Da war unten war gerade ganz wenig, aber wahrscheinlich wird da drauf gesaubert. Wirklich, es ist kaum gewabbelt. Also wenn ich hier, ich mache ja, ich hatte letztens ein anderes Smartphone. Und das hat, da war so versaut direkt. Also das merkt man, das ist wirklich fettabweisend, ne? Voll fettabweisend. Wenn ich das meinem ganzen Körper haben könnte, wäre nicht schlecht, ne? Es unterstützt für die Anzeige mehrere Sprachen und Zeichen gleichzeitig.
Schutz vor Wasser und Staub. Nach IEC Norm 60529 unter IP68 klassifiziert. Das bedeutet bis zu 6 Meter für bis zu 30 Minuten. Ja, yeah. Ihr müsst also gucken. Ihr könnt 6 Meter damit tauchen. Ihr könnt auch 5 Meter damit tauchen. Aber ihr solltet nicht länger als 30 Minuten tauchen. Nein, nein, nein. Das heißt also, durch die IP68 Klassifizierung hält sich Apple dann noch so einen kleinen Punkt auf. Ne? Dass, wenn ihr dann über 30 Minuten da seid, das Wasser eventuell eindringen könnte. Aber ist egal, es funktioniert trotzdem. Ich war schon damit schwimmen, ich war schon damit im Regen, joggen, alles okay, funktioniert alles. Kein Ding. Wir haben ein A14, also ein A14 Bionic Chip mit einem Neural Engine der neuesten Generation. 12 Megapixel pro Kamerasystem mit Ultra-Weitwinkel, Weitwinkel und Teleobjektiv. Geile, 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 geile Sachen. Wirklich, wir haben ein super Kamerasystem und das läuft. Wir haben einen hellen True-Tone-Blitz mit Langzeitsynchronisation. Wir haben, können Panoramabild machen bis zu 63 Megapixel. Wir haben eine Objektivabdeckung aus dem Saphir-Kristall. Das heißt, das da ist noch krasser geschützt als unser normales Glas. Wir haben 100% Fokuspixel, Weitwinkel, Nachtmodus, Ultraweitwinkel, Weitwinkel, ein Deep Fusion, ein Smart HDR 3. Wir können Apple Pro RAW Dateien machen, Fotos und Live-Fotos mit großem Farbraum, Objektivkorrektur im Ultraweitwinkel, fortgeschrittene rote Augenkorrektur, das ist inbegriffen Geotagging für Fotos. Das ist geil, weil dann könnt ihr eine Weltkarte machen und wisst, wo ihr überall schon wart. Ich laufe gerade den Eifelsteig, das ist ein Fernwanderweg, und ich kann den Eifelsteig wirklich sehen anhand meiner Videos und Fotos, die ich gemacht habe in meiner Bibliothek. Echt geil. Automatische Bildstabilisatoren, Serienbildmodus, aufgenommene Bildformate sind HIVE und JPEG. Beim Video, HDR-Videoaufnahme mit Dolby Vision bis zu 60 Frames. Und ich benutze 60 Frames immer. Was ihr bei mir sehen könnt, wenn ihr es auswählt, sind 60 Frames. Weil es einfach geil aussieht. 4K mache ich noch nicht. Wir können aber mit dem iPhone 12 Max Pro, Pro Max, können wir 4K Videoaufnahmen machen mit 24 Frames, 30 Frames oder auch 60 Frames. Also ihr seht, auch mit 4K können wir auf 60 Frames gehen. Nur das sprengt dann irgendwann doch mal den Rahmen des Wartens, bis das Upload fertig ist. Beziehungsweise irgendwann ist dann auch meine Cloud wieder voll. Und ich bin schon bei 2 Terabyte. Also das 4K mache ich nur in ganz Ausnahmefällen. Ich mache sonst immer HDR. 1080p HD-Videoaufnahmen mache ich mit 60 Frames. Ihr könnt aber auch runterskalieren auf 27p HD-Videoaufnahmen mit 30 Frames. Nur, ne? Ihr könnt bis zu 6-mal digitalen Zoom benutzen. 2,5 optischer Einzoom. Das ist nämlich der Unterschied. Es gibt digitalen Zoom, wo die Pixel vergrößert werden, und es gibt einen optischen Zoom, wo dann auch wirklich das Objektiv herein und heraus fährt, wo es dann optisch reinzoomt und rauszoomt. Das heißt, wir haben 2,5-mal optisches Einzoomen und 2-mal optisches Auszoomen und 5-mal optischer Zoombereich dadurch. Das ist das iPhone 12 Pro Max. Das kann das iPhone 12 Pro nicht. Und Audio-Zoom geht, hellere Two-Tone-Blitz, Quick-Take-Videos, unterstützt Zeitlupen-Videos in 1080p mit 120 Frames oder 240. Das heißt 240 Frames pro Sekunde. Also Bilder pro Sekunde. 240 bedeutet, das ist so ein Haufen. Dann sehen eure Zeitlupenstudien, wie ihr auch immer meinen Videos sehen, wirklich smooth und geil aus. Wenn ihr da auf 120 runtergeht oder bei billigeren Produkten auf 60 oder so, das ist Driss Möhres. 240 Frames sind Pflicht, Leute. Und 1080p auch. Alles drüber geht natürlich auch. Erweiterter Dynamikbereich für Videos bis zu 60 Frames. Cinematic Videostabilisierung in 4K, 1080p und 27. Und wir haben einen kontinuierlichen Autofokus. Während der Aufnahme von 4K-Videos können wir auch noch Fotos mit 8 Megapixel machen. Wir können Zoom bei der Videoaufgabe wieder auf bei der Wiederaufnahme können wir reinzoomen, rauszoomen etc., was sehr komfortabel von der Hand geht. Aufgelöste Videomaterial sind HEVC und H264 und Stereoaufnahme. Dann haben wir eine True Depth Kamera. Das war also jetzt die Videos. Jetzt haben wir die True Depth Kamera, 12 Megapixel Kamera ist das. Nachtmodus, Deep Fusion, Smart HDR 3, alles dabei, 4K, 60 Frames, 30 Frames, blablabla, 1080p, die sind ja ungefähr alle gleich immer, aber am oberen Ende der Latte, weil
Das ist schon Cinematic, Videostabilisierung 4K, 1080p, 27p, alles cool. Retina Blitz, automatische Bildstabilisierung, Serienbildmodus, alles dabei. Wir kommen in unser System dran mit der Face ID. Es ermöglicht durch die True Depth Kamera die Gesichtserkennung und zwar dreidimensional. Und das heißt, wir können dann, wenn wir sie einprogrammiert haben, sprich die Bilder uns vorher mal reingeguckt haben, können wir dann ohne großartigen HyoPies einfach rein mit Face ID. Wir haben Apple Pay mit dem iPhone und Face ID im Geschäft. Apps im Internet zahlen, auf dem Mac tätige Apple Pay-Käufe abschließen. Und wir haben ganz viele drahtlose Technologien. 5G, dann FDD LTE, TD-LTE, CDMA, eVoDo, RFI, dann UMTS, HSB, also nach unten geht es auch noch. Die GSM und Edge ist auch noch verbaut. Also ihr könnt wirklich von ganz unten bis ganz oben vom neuesten 5G-Standard richtig losjagen. Gigabit LTE mit 4x4 MIMO und LAA, 5G ist in 6 GHz, Bluetooth 5.0 ist drin, WLAN 6, also da kommt ihr auch in jedes Wi-Fi-Netzwerk rein, mit 2x2 MIO, Ultra-Breitband-Chip für räumliches Bewusstsein, NFC mit Lesemodus, Express-Card mit Energiereserve. Ortungsfunktion, integriertes GPS, GLONASS, Galileo nimmt es auch. Galileo ist das europäische Ortungssystem, was gerade so aufgebaut wird. QZSS und Baidu. Digitaler Kompass ist drinnen, WLAN, Wireless Local Area Network, Mobilfunk natürlich, ein iBeacon-Mikroortung. Wir können Videoanrufe tätigen mit FaceTime-Videoanrufe über das Mobilfunknetz oder WLAN oder FaceTime HD in 1080p. Über 5G oder WLAN. Wir haben Audioanrufmöglichkeiten mit FaceTime-Audioanrufe, Voice-over-LTE oder Anrufe über das WLAN. Audiowiedergaben unterstützt ganz viele Audioformate. AAC, HEAC, HEAC Version 2, Protected AAC, MP3, Linear, PCM, Apple Lossless, FLAC, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Atmos und Audible. Alles Mögliche. 3D-Audio-Wiedergaben sind möglich, vom benutzerfeste maximale Lautstärke ist auch möglich, dass ihr euch nicht die Ohrmuschel wegballert. Video-Wiedergabe unterstützt ganz viele Videoformate. H264, MBEC 4, BAR 2 und Motion JPEG. HDR mit Dolby Vision, HDR10 und HLG. Bis zu 4K HDR AirPlay für Mirroring, Fotos und Videoaufgaben an Apple TV. Zweite Generation oder neuer natürlich. Oder AirPlay 2-fähiges Smart TV. Video-Mirroring und Videoausgaben sind möglich, unterstützt für bis zu 1080p über den Lightning Digital AV Adapter und Lightning auf VGA Adapter. Das müsst ihr extra kaufen. Dann haben wir Siri am Start. Mit einer Stimme können wir also Nachrichten senden, Erinnerungen erteilen, alles mögliche. Intelligente Vorschläge für das Sperrmüll oder Nachrichten, Mail, QuickType und mehr, mehr, mehr. Mit unserer Stimme können wir ganz einfach, wenn wir Hey Siri sagen, sie aktivieren. Können wir auch Kurzbefehle machen mit unserer ganzen Stimme. Wir haben externe Tasten und Anschlüsse. Wir haben auf der Unterseite hier, da unten, da nehmen die immer noch Lightning. Wieso? Könnt ihr nicht endlich mal auf USB-C umgehen, genauso wie jeder andere auf dem Markt, erstens auch, und zweitens, ihr auch am iPad Pro habt? Ich brauche immer noch zwei verschiedene Kabel für den Kack hier. Also das nervt langsam, weil das Ding ist riesengroß, das ist kein großer Unterschied. Wir haben hier also einen Lightning-Anschluss. Okay? Dann haben wir integrierte Mikrofone. Dann haben wir einen integrierten Stereo-Lautsprecher hier. Dann haben wir rechte Seite. Da ist der Seitentaster. Der Seitentaster ist sozusagen der An- und Ausschaltknopf oder der Ich mach dich mal an-Knopf. Hier vorne haben wir integriertes Stereo-Lautsprecher und ein integriertes Mikrofon. Linke Seite. Da haben wir den Klingel- oder Lautlos-Button, der eher so wie ein Hebel ist. Guck mal, jetzt ist gerade lautlos, jetzt ist wieder an. Dann haben wir Lautstärke raus und runter. Das war's. Aber mehr brauchen wir auch nicht. So, und wenn man hier drauf drückt, dann sollte das iPhone jetzt auch gleich ein Apple-Logo zeigen. Ja. So. Also. Das ist euer iPhone 12 Pro Max. Videowiedergabe bis zu 17 Stunden. Wow. Videowiedergabe gestreamt 11 Stunden. Das ist wirklich echt lang, oder? Bei dem Gerät hier geht sogar bis 20 Stunden hoch, sehe ich gerade. Gestreamt 12 Stunden, Audiowiedergabe bis zu 80 Stunden.
Integrierte wiederaufladbare Lithium-Ionen-Batterie drin, kabelloses Laden bis zu 15 Watt mit dem MagSafe. Kabelloses Laden mit bis zu 7,5 Watt mit dem QI-Standard, Aufladen über USB am Computer oder Netzteil. Und wir können natürlich auch schnelles Aufladen machen mit einem 20 Watt Netzteil oder höher. Das kann man extra kaufen. Dann der MagSafe selber. Der MagSafe kommt hinten ran. Ne? MagSafe hinten. Der kann man halt dann mit 15 Watt aufladen. Das heißt, das ist so ein Ring, den lädt man da drauf. Badge, Zubehörerkennung, NFC, Magnet, Tometer ist dabei. Sensoren, Face ID, LiDAR-Scanner, Barometer, Dreiachsen-Gyrosensor, Beschleunigungssensor, Näherungssensor, Umgebungslichtsensor. Das Betriebssystem, was hier installiert ist, ist ein iOS 14. Das wird aber dann natürlich auch noch, wenn es später geholt wird, auch hochgepatcht. Wir haben auch verschiedene Bedienungshilfen, VoiceOver, Zoom, Lupe, RTT und TTY-Unterstützung, Siri und Diktierfunktion, Siri Schreiben, Schaltersteuerung, erweiterte Untertitel, Assistive Touch, Bildschirminhalte sprechen, Rückseitenantrieb, ihr könnt eure Gehörfreunde auch darüber bewerten, verbinden und diese dann benutzen. Hörgeräte könnt ihr koppeln, da braucht ihr ein M3 oder ein T4 Gehörgerät, das sind so Standards. Dann können wir E-Mails können wir benutzen. Wir brauchen eigentlich gar nichts. Also es ist alles hier drin. Der Betriebstemperatur von 0 Grad bis 35 Grad. Lagertemperatur von minus 20 bis 45 Grad. Relative Luftfeuchtigkeit von 5 bis 95 und es sollte nicht kondensieren. Ne? Also das ist das neue und abgefahrene iPhone 12 Pro Max. Es ist maximal krass. Es ist maximal derb. Nur ich merke halt an den Seiten, ist es mir maximal noch nicht so toll. Und ja, muss ich mir mal ein bisschen gewöhnen dran. So, wir richten es ein. Wir sitzen also jetzt vor dem iPhone, haben es hier rechts gedrückt. Hier der rechte Anschalter. Danach geht es, bootet es rein. Dann gehen wir auf Deutsch. Wählen das Land oder die Region aus. Deutschland, Afghanistan, Ägypten, was ihr wollt. Wir nehmen Deutschland. Jetzt wird nur die Sprache eingestellt. Die gute alte Sprache wird jetzt auf die Sprache, die wir wollen, eingestellt. Wir können einen Schnellstart machen. Das heißt, wir halten jetzt ein anderes Smartphone einfach in die Nähe, also von uns, ein anderes Smartphone von Apple. Mein voriges zum Beispiel würde ich in die Nähe halten, dann würden die sich schneller finden und dann kann man die auch miteinander dann die Daten austauschen lassen. Das machen wir nicht, wir machen manuell. Das heißt also ganz normal, wie ihr das jetzt, wenn ihr es hättet, als neues Smartphone auch einrichten würdet. Das Erste, was man machen muss, ist immer, wir müssen natürlich eingeben oder ins WLAN eindringen. Das WLAN selber, das müsste bei euch zu Hause sein. Geht zu eurem Admin oder wenn ihr es selbst eingerichtet habt, ihr es selber eingestellt, da gibt es immer ein Passwort, um darauf zuzugreifen. Das heißt, wir gehen rein und werden dann das Passwort dafür eingeben. Das ist vorher also das habt ihr eingestellt, eingegeben etc., das, um dort dann auch Verbindungen herstellen zu können. Ansonsten, also es muss, das ist heutzutage Pflicht, eigentlich ein offenes WLAN-Netz zu haben, das wäre fatal. Ihr solltet immer eine WPE 2 oder mindestens 2 Verschlüsselung haben und könnt dann nämlich in das System euch reinballern. So, also Netzwerkschlüssel eingeben bzw. das Passwort für euer WLAN. Wenn ihr dann drinne seid, könnt ihr auf Weiterklicken. Die Aktivitäten deines iPhones kann einige Minuten dauern. Es ist nämlich wichtig, es zu aktivieren, weil das iPhone muss jetzt mit dem Server Rücksprache halten und sagen, wo es ist, wer es ist. Dann werden kleine Datenhäppchen hinterher geschickt, damit sozusagen Apple auch weiß, ach, sein iPhone ist hier angekommen. Ja, das kann ja dann jetzt mal richtig losgehen und so, ne? Also, wir brauchen eine Internetverbindung, okay? Daten und Datenschutz. Dieses Symbol, da wird euch nur informiert, wenn wir das Symbol sehen, dann ist alles klar. Dann Face ID. Das können wir jetzt einrichten. Face ID ist eine so endsinnvolle Sache, dort reinzuballern, in das System reinzukommen. Es ist ganz einfach einzurichten. Ich zeige es euch mal. Also wir konfigurieren das jetzt, indem wir jetzt mit unserem Kopf in den Bereich gehen und unseren Kopf dann drehen. So, zack, erste Mal, weiter, dann zweite Mal und nun
können wir unser Smartphone mit unserem Face, mit unserem Gesicht einfach entlocken, freischalten. Dann Code erstellen. Ihr solltet immer eine Code-Option machen. Ne? Gibt es Code-Optionen? 4-stelligen numerischen Code, einer numerischer Code, eigener Alphabetischen. Also da geht es jetzt darum, dieser Code ist für die Face-ID, Gesichtserkennung, da. Das bedeutet, wenn die Face-ID mal für ein paar Stunden, ein paar Tagen nicht benutzt worden ist oder ihr habt einen Reboot, dann müsst ihr diesen Code eingeben. Das ist jetzt nicht der SIM-PIN und das ist jetzt auch nicht euer Apple-ID-Passwort, sondern das ist ein eigenständiger Code, den ihr euch extra merken müsst. So, wir machen jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Den werde ich nachher ändern. Das solltet ihr nicht so machen. Ne? Nur damit ich jetzt hier das nicht vergesse, werde ich das so machen. Und den ändere ich nachher natürlich um. Diesen Code braucht ihr nämlich dann zum Beispiel, wenn neu gestartet worden ist. Apps und Daten. Wenn ihr schon ein iCloud-Backup habt, sprich, wenn ihr schon ein Smartphone habt von Apple, dann habt ihr wahrscheinlich auch ein iCloud-Backup. Von einem Mac oder PC wiederherstellen, von einem iPhone übertragen, Daten von Android übertragen geht auch. Das geht nur einmal, das ist so strange. Es geht nur beim Installieren, bei der ersten Installation könnt ihr die Daten von Android übertragen. Ansonsten sehe ich diese Option nicht. Keine Apps und Daten übertragen. Das machen wir mal. Jetzt müssen wir uns mit einer Apple-ID oder mit unserer Apple-ID anmelden. Denn jeder Mensch, der ein Apple-Produkt benutzt, braucht eine Apple-ID. Die Apple-ID ist sozusagen einfach der Fahrschein, um reinzukommen. Das heißt, wir geben jetzt unser Passwort hier ein von uns, welches wir dann bei der Einrichtung von der Apple-ID vergeben haben. Oder alternativ können wir natürlich so machen, oder könnt ihr das so machen, dass ihr hier eine Apple-ID dann erstellt. Bei mir ist es so, ich habe sogar zwei Wege Authentifizierung. Das war doch dieses Klingeln. Das heißt, ich bekomme jetzt auf ein anderes Apple-Device, wie zum Beispiel meine Apple Watch, kriege ich einen Code geschickt. Und dieser Code wird dann auf meine Apple Watch angezeigt. Den muss ich dann eingeben. Zwei-Wege-Authentifizierung ist so, dass keine Sau dich eigentlich hacken kann dadurch. Weil die müssten dann in ein Gerät von mir bekommen, was ich sowieso schon habe. Zu Hause zum Beispiel oder bei mir bei. Und dann müssten sie auch noch mein Passwort von der Apple-ID kennen, das ich gerade schon eingegeben hatte. Also ihr müsst erstes Passwort, was wir vorhin gemacht haben, war für Face-ID. Zweites Passwort jetzt, was wir gerade eingegeben haben, das ist das schon existierende Apple-ID-Passwort. Apple-ID braucht ihr, um das Apple-Gerät nutzen zu können. So, jetzt akzeptieren wir die Geschäftsbedingungen, nachdem wir natürlich alles schön brav durchgelesen haben. Und dann wird das Gerät eingerichtet. So, das heißt also, ihr braucht euch merken drei Passwörter, weil wir brauchen erstmal das Face-ID-Passwort, welches ihr euch bei der Einrichtung des Gerätes ausdenken müsst und danach solltet ihr euch das merken. Bei mir war das jetzt 1, 2, 3, 4, 5, 6. Das zweite Ding ist, ihr braucht ein Apple-ID. Diese Apple-ID müsst ihr anlegen, die kostet los, die kostet nichts. Die könnt ihr also einfach mit einer E-Mail-Adresse eröffnen. Und dann braucht ihr natürlich später, weil es soll ja ein Smartphone sein mit einer SIM, dann braucht ihr noch den SIM-PIN. Der SIM-PIN kommt von eurem Provider, von eurem Mobilfunk-Provider. Der gibt euch nämlich dann eine PIN, die müsst ihr euch auch noch merken. Also drei Passwörter müsst ihr euch merken, obwohl ihr das eine, die Face-ID-Passwort, braucht ihr ja nur, wenn ihr das rebootet oder wenn es ganz lange aus war. Und die andere Sache, das Apple-ID-Ding, braucht ihr auch nicht so oft. Das braucht ihr nur, wenn ihr einen Kauf im App-Store zum Beispiel macht. Und die SIM-PIN braucht ihr eigentlich nur, wenn ihr das Handy neu gestartet habt. So, ordnungslos aktivieren oder deaktivieren, das müsst ihr selber entscheiden, ob ihr geortet werden wollt oder nicht. Nur viele Apps benutzen das natürlich. Also solltet ihr das vielleicht anschalten. Ne? Aber das ist eure Sache. Dann geht es darum, wir können eine Visa, eine Mastercard, was auch immer hinzufügen oder das Spiel später machen. Das ist nämlich dann das Apple Pay. Dann können wir Siri konfigurieren, das heißt, man spricht mit ihr, das ist euer Sprachassistent später. Bildschirmzeit, das ist sehr sinnvoll. Hier, das habt ihr hier gerade schon auf meinem anderen gesehen. Da kriegt ihr eine wöchentliche Übersicht, ne? Und die sagt euch dann, wie viel hast du da und da und da gemacht? Sehr sinnvoll, ne? Finde ich. iPhone Analytics, das ist, wenn irgendwelche Fehler passieren, ob ihr die mit Apple teilt oder nicht.
Und App Analytics, das ist dann dafür da, ob ihr das auch mit den App-Entwicklern teilen wollt. Da könnt ihr auswählen. Dann haben wir True Tone Display. Guck mal, der Unterschied. Dieses True Tone ist wirklich schön. Es passt automatisch an die Umgebungsbeleuchtung sich an, sodass Farben in verschiedenen Umgebungen einheitlich erscheinen. Das kann wirklich ein schönes, augenschonenden Feedback euch geben. Also lasst das mal besser an. Erscheinungsbild. Wir können dunkel oder hell wählen. Ne? Helles Erscheinungsbild, dunkles. Könnt ihr wählen. Dann Anzeigezoom. Entweder vergrößert oder Standard. Ne? Ihr seht ja schon, wie es ja dann später aussehen wird. Und nun willkommen. Wir sind da. Da sind wir. Ne? So, jetzt. Das ist der Homescreen. So, wir gehen jetzt rein. Hier, das ist automatisch gelockt da oben. Wenn ich aber jetzt hingucke, ne, geht das Lock auf. Habt ihr gesehen? Pass auf, nochmal. Zumachen, aufmachen. Gelockt. Jetzt gehe ich mit meinem Face davor und zack, off. So, jetzt sind wir im Hauptbildschirm. Da sind wir. Wir können uns hin und her swipen. Zip, zip, zip. Sehr schön. Also wirklich schön, schön groß. Zieht euch das rein. Wir zwiebeln uns hier mal das vorige dazu. Wirklich viel größer. Viel größer. Jetzt, was können wir hier alles machen? Wir müssen jetzt erstmal, wir sind in unserem WLAN drin, klar, das funktioniert alles. Nur, wir möchten ja jetzt auch noch ins Mobilnetz kommen, oder nicht? Im Mobilnetz. Dafür brauchen wir eine SIM-Karte. Und wir brauchen noch etwas. Um ins Mobilnetz da teilnehmen zu können, brauchen wir diesen SIM-Extraction-Tool. Das iPhone kann ruhig an sein. Das könnt ihr on the fly machen. Wenn ihr das vor dem iPhone steht, auf der linken Seite seht ihr so einen Nippel oder so ein Löchli. Da könnt ihr ganz gechillt euren SIM-Extraction-Tool reinstecken. Jetzt drücken wir ein bisschen da drauf. Habt ihr gesehen, ich habe ein bisschen drauf gedrückt und jetzt ist hier was rausgekommen. Ziehen. Und dann sehen wir, da ist der SIM-Tray-Halter. So, jetzt werdet ihr euch fragen, wo ist denn die zweite SIM-Karte? Ja, es gibt nur eine richtige SIM-Karte. Denn die zweite SIM-Karte, das hier ist eine Nano-SIM-Karte. Okay? Die Nano-SIM-Karte ist die kleinste Version der SIM-Karten. Das heißt also, im Prinzip ist nur noch der Chip übrig und so ein kleiner Nippel auf der oberen Seite. Wenn wir den jetzt hier reinschieben, passt der Nippel hier oben mit dem Chip überein und der Chip guckt uns an. Ne? Der guckt uns an und der Nippel oben behält den Platz dieses Freundes bei. So könnt ihr euch nicht vertun. Ich drehe es mal um. Guck mal, so geht es nicht rein. Passt nicht. Das heißt, wir können das nur so rum reintun. Okay? So. Hier seht ihr jetzt auch, okay, die Frage ist jetzt noch, wie rum kommt der Chip? Guck mal, der Chip guckt uns an. Wenn ich das jetzt andersrum reinmachen würde, machen wir es mal andersrum. So. So. Guck mal, andersrum. Geht gar nicht. Ne? Ich kann es nur so rum reinlegen. Also es ist schon so vorher hergestellt, dass der Chip in diese Richtung hier zeigt. Ne? In diese Richtung und direkt reinpasst. Ne? Also das ist gut designt. So, wo ist denn jetzt der andere Chip? Der andere Chip ist, also das ist eine eSIM. Da müsst ihr dann nämlich ins elektronische, also ihr müsst bei eurem Provider das dann anfragen und der gibt euch dann Zugangsdaten, die könnt ihr ins iPhone eingeben und dann hat man dort eine weitere SIM-Karte. So, also hier, das iPhone selber kann nur physisch gesehen eine SIM-Karte beschwabbeln. Die schieben wir jetzt wieder hier rein. Zack. Und dann SIM-Karte gesperrt. Jetzt erstmal Face ID, dann kommen wir rein. Und jetzt müssen wir die SIM-Karte entsperren. So, das heißt, wir geben jetzt den vom Provider, von eurem SIM-Kartengeber, den SIM-PIN ein. Dann ist es entsperrt und ihr könnt auch hier oben dann gleich, wird sich jetzt einwählen ins Netz. Von eurem SIM-Karten-Freund und dann könnt ihr dort ganz easy peasy losballern. Das heißt, wenn wir jetzt reingehen und
bewegen uns jetzt hier frei in die Einstellungen, sind jetzt hier in den Einstellungen und gehen dann auf mobiles Netz, dann haben wir hier oben die Möglichkeit, die mobilen Daten auszuwählen, ob wir überhaupt mobil sein wollen, ob wir mobil unser Smartphone benutzen wollen oder nicht. Und das solltet ihr aber, das ist nämlich schon sinnvoll, ansonsten wäre ja ein Smartphone irgendwie nicht so sinnvoll. Roaming könnt ihr an- oder ausmachen. Roaming ist, wenn ihr im Ausland unterwegs seid, ne? Und dann könnt ihr Roaming, Sprache, Datenroaming anmachen, Datenmodus ist Standard, 5G automatisch. Ich habe gemerkt, dass in unserer Area hier, ja, dass 4G noch besser ist. Das heißt, hier wechseln wir einfach auf 4G, aber nur in meinem Fall. Ne? Bei mir war das so, alle paar Minuten bricht mal der Anruf dann ab. Jetzt habe ich das umgestellt auf 4G, jetzt funktioniert es. Ne? Vielleicht so als kleiner Tipp. Datenroaming, Datenmodus Standard, könnt ihr einlassen. Dann haben wir hier den Netz. Vodafone in meinem Fall, kann auch was anderes bei euch stehen. WLAN-Anrufe können wir ein- oder ausstellen auf anderen Geräten. Mobiles Datennetz, SIM-PIN, SIM-Anwendung. Netzbetreiberdienste können wir noch und hier Mobiltarife hinzufügen. Hier unten seht ihr nämlich jetzt meine SIM, sprich die Handynummer von meiner SIM unter meinem Daumen. Und jetzt würdet ihr die eSIM bekommen und da ist ein QR-Code drauf. Und dann scannt ihr den QR-Code hier und so könnt ihr einen weiteren Mobilfunktarif in die eSIM reinladen. Und dann habt ihr sozusagen zwei SIM-Karten. Einmal die physische und einmal die Mobilfunktarif hinzufügen SIM. Geil, oder? So, dann habt ihr zwei SIMs. Zwei. Dann wären da unten nämlich zwei SIMs, die wir dann, hier SIM-Anwendung, ne, Karte konfigurieren. Kann man dann verschiedene Konfigurationsmöglichkeiten machen oder ihr könnt dann auch switchen, mit welchem ihr dort dann arbeiten wollt. Aber das geht nur mit einer zweiten elektronischen SIM-Karte. Jetzt gibt es hier ganz viele verschiedene Sachen. Erstmal, wir haben den rechten Button, können wir aus- und wieder einschalten, öffnen mit Swipen nach oben. Lautstärke nach oben seht ihr, Lautstärke nach unten. Dann haben wir hier lautlos bzw. den lauten Modus. Dann können wir, gehen wir mal in die Kamera rein, so, jetzt immer beim Verwenden, fortfahren. Und dann können wir hier die Kamera ganz einfach benutzen, wie ihr seht. Sehr, sehr cool. Und wir haben auch verschiedene Funktionen. Das heißt 2,5-facher Zoom, 0,5 richtig raus, 1 ist die Standard. Dann können wir hier auf Video umswitchen. Auch 2,5 rein, zoomt echt fett rein. Guck mal hier, ist echt fett. Eins raus und 0,5 Breitbild, wirklich sehr breit. Slow Motion, bei Slow Motion wird jetzt natürlich viel mehr Frames gemacht. 2,5 rein, 5 raus, Zeitraffer genau das gleiche, 2,5 rein, also alle Blenden sind möglich. Und wir können hier umschalten auch noch auf einen Porträtmodus. Im Porträtmodus ist sehr geil, weil dann kann man hier verschiedene, den Abstand müssten wir jetzt vergrößern. Wir können hier auch verschiedene Bühnenlicht, High-Key-Licht, Mono dazu rufen. Dann stellt er alles frei etc. Also macht sehr schöne Bilder. Panorama ist, wir drücken jetzt drauf und würden einmal komplett rumlaufen. Dann habt ihr ein Panorama-View. Was haben wir denn noch? Wir haben hier die Blendeneinstellung. Hier aber die Abstands- oder die Lichtveränderung. Hier unten ist Blitz, automatisch oder raus oder rein. Hier können wir aufklappen, um dann die ganzen Sachen einzustellen, wie zum Beispiel ein Timer. Dann können wir einen Timer timerisieren. Hier können wir noch nachbearbeiten oder eine Farbblende drauf machen. Wenn wir uns umdrehen, hallo, dann können wir auch die andere Seite nehmen. Das ist jetzt so überlichtet, weil es ganz hell ist hier, was ich mache. Und hier können wir dann natürlich auch von unserer Seite her genau die gleichen Einstellungen wieder machen. Wir haben Panorama und das ist jetzt unsere Kamera hinten. Wir können aber auch die Porträtkamera wechseln zwischen vorne und hinten. Dann Fotos können wir vorne und hinten machen. Videos können wir vorne und hinten machen. Slow Motion können wir vorne machen. Und Zeitraffer können wir vorne und hinten machen. Geil, oder? Also beide Seiten ist jetzt alles Mögliche möglich.
Natürlich haben wir nicht den Riesenhaufen an verschiedenen, großen Objektiven auf der zu uns gewandten Seite, sondern die Objektive haben wir nur auf die von uns abgewandte Seite. Wenn wir jetzt also irgendwas gemacht haben, können wir das auch hier bei den Fotos dann uns wieder anschauen. Und dann sieht man schon, kann man, ne, das kommt jetzt gerade alles aus der Cloud, aber es ist auch mit dem iPhone 12 Pro gemacht, nicht mit dem Max. So, da können wir also hin. Was ihr immer machen solltet, ist, wir gehen in Einstellungen, ne, in Einstellungen, dann könnt ihr hier runtergehen und geht hier als allererstes immer, wenn ihr vernünftig filmen wollt, etc., geht ihr auf Kamera, dann guckt ihr hier, guck mal, Video aufnehmen. Das steht nur auf 30 Frames. So, hier könnt ihr hingehen. 1080p, 60 Frames. Ihr könnt aber auch 4K-Aufnahme machen. 30 Frames, 60 Frames. Könnt ihr auch machen. Nur, guck mal hier unten, die Unterschiede. Eine Minute Video ist ungefähr bei 27p, 45 MB. Das ist ganz wenig. Bei 4K ist das aber das gleiche, 440 MB. Also ihr seht den Unterschied. Und ich habe gemerkt, 1080p HD, 60 Frames ist für mich, finde ich, ganz gut. Dann HDR-Video. Bis zu 60 Frames mit hoher dynamischen Umfang auf. In 10-Bit einschließt Dolby Vision auf. Das lasse ich immer an jetzt gerade, weil es ist das Neueste und es ist geil. Außer beim Upload meiner Videos jetzt gerade sind zwar im HDR aufgenommen, aber ich lade sie so nicht hoch, weil es immer Probleme geben kann. Bei der künstlichen Intelligenz, die dahinter arbeitet. Autoframes, 30 Frames. Also 30 und 60 Frames. Wir wollen immer so viele Frames wie möglich. Kamerasperren brauchen wir ja nicht. So, dann können wir hier noch mehr machen. Slow-Motion-Aufnahmen. 240 Frames, nicht 120. Ihr könnt aber auch 120 Frames nehmen, weil das dann weniger Speicherplatz brauchen würde. Stereoton. Lasst das mal an, ist besser. Einstellung beibehalten. Könnt ihr machen, braucht ihr nicht. Lauter für Siri verwenden. Ne? Lauter-Taste. QR-Code scannen können wir automatisch oder ausschalten, dann können wir es nicht mehr automatisch. Wir können Raster einschalten, Frontkamera spiegeln. Dann würde zum Beispiel gespiegelt halt, ne? Außerhalb des Rahmens anzeigen. Szenenerkennung, schnelle Aufnahme, priorisieren, Objektivkorrektur und Intelligent HDR. Die Sachen könnt ihr ein- oder ausschalten, wie ihr wollt. Ich lasse sie natürlich an. So. Das sind die Kameraeinstellungen, die ihr dann durchschwabbeln könnt. Ansonsten, es gibt einen riesen Haufen an Apps im App Store. Der App Store sieht so, Apple Store, um neue Sachen zu kaufen, Apple Store. Und der App Store selber sieht so aus. Das ist der App Store. Da bekommt ihr eure ganzen Apps runtergeladen. Viele sind kostenlos, manche kosten auch Geld. Dann müsst ihr euch halt noch verbinden mit einer Kreditkarte oder so und das dann darüber erwerben. Das ist also das neue und super geile Apple iPhone 12 Pro Max. Weil Maximum Größe, Maximum Power mit noch mehr Kamera-Features. Einfach nur endgeil. Nur leider ohne Netzteil. Dann sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Bitte abonniert mich, gebt mir ein positives Feedback und bis zum nächsten Mal. Sun Sun!